Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin oft gefragt worden, wie stellst du dir eine richtig grüne Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpolitik vor und geht das denn überhaupt alles, was ihr euch so vorgenommen habt? Liebe Freundinnen und Freunde, ich will eine Landwirtschaft ohne Gift und Gentechnik. Ich will eine Landwirtschaft, wo mit der Natur gearbeitet wird und nicht gegen sie. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich kann euch eins sagen. Zehntausende von Biobauern zeigen es tagtäglich, ja, es geht, ohne Glyphosat und ohne Bienengifte zu wirtschaften. Und ich will eine Nutztierhaltung, wo Tiere artgerecht gehalten werden. Und damit meine ich nicht, dass in einem Stall mit Vollspaltenböden eine rostige Kette irgendwie von der Decke hängt und das soll dann das Spielmaterial sein. Nein. Ich will eine Tierhaltung, wo ein Hähnchen nicht nur aus einem Brustmuskel bestehen darf, weil die Eiweißdiät wieder gerade hip ist. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, ich will, dass Schweine wühlen können, ich will, dass Rinder grasen können und ich will, dass Hühner scharren können. Und man sieht es doch bei der Kennzeichnung für Eier. Kein Ei mit der 3. Und was ist passiert? Diese Eier sind aus den Regalen der Supermärkte verschwunden und deshalb will ich auch für das Fleisch eine Kennzeichnungspflicht, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich bewusst entscheiden können. Ich habe euch jetzt kurz aufgezeigt, was die grüne Vision von Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist. Und wisst ihr, was das Tolle an dieser Vision ist? Das Tolle daran ist, dass wir schon daran gearbeitet haben, jetzt in grüner Regierungsverantwortung, dass wir die Richtung schon eingeschlagen haben zu dieser Vision. Es geht, also es geht voran in Hessen. Und ich bin total motiviert und inspiriert, da auch weiterzumachen, weil ich genau weiß, gegen wie viele Widerstände wir all diese Dinge durchsetzen mussten. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben den Öko-Aktionsplan auf den Weg gebracht. 13,6% der Flächen werden ökologisch bewirtschaftet. Blühstreifen für Bienen und Hummeln und ein Glyphosatverbot auf öffentlichen Flächen. All das haben wir geschafft. Und das sind nur einige wenige Punkte von wirklich großen Richtungsentscheidungen, die wir durchgesetzt haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Bereiche, für den Kulturbereich. Draußen liegt unser Konzept. Aber, um das Motto der Bundesdelegiertenkonferenz aufzugreifen, das war erst der Anfang. Ich will nicht nur Inseln der ökologischen Vernunft mit Bioanbau, sondern ich will, dass diese Inseln größer werden. Und ich will, dass sie zu einem Land zusammenwachsen, wo insgesamt nachhaltiger und ökologischer gewirtschaftet wird, in ganz Hessen, bei den Bios und bei den Konventionalen. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt noch so viel zu sagen, aber es gibt ein Thema, was mir als Frau und Politikerin total auf den Nägeln brennt. Es geht darum, dass Frauenrechte, die wir uns hart erkämpft haben in vielen Jahrzehnten, dass sie jetzt ein ums andere Mal in Frage gestellt werden. Schaut euch an, was Abtreibungsgegnerinnen und Gegner bei Pro Familia in Frankfurt oder woanders veranstalten. Sie wollen die Frauen, die sich beraten lassen wollen und müssen, die wollen sie einschüchtern mit diesen Mahnwachen. Sie wollen die Ärztinnen und Ärzte kriminalisieren, die beraten wollen. Deshalb sage ich nur eins, weg mit dem Paragraphen 219a und weg mit diesen Einschüchterungsversuchen, liebe Freundinnen und Freunde. Ein letzter Punkt. Viele sagen, es sei ja schon ausgemacht, dass nach der Landtagswahl 6 Parteien im Landtag vertreten sein werden. Da sage ich, es ist noch lange nicht ausgemacht, dass Rassisten, Antisemiten, Homophobe und Frauenfeinde in den Landtag einziehen werden. Nein, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kämpfe dafür, dass das nicht geschieht. Und ich bin Peter Fischer, dem Präsidenten der Eintracht Frankfurt, total dankbar, dass er in dieser Frage klare Haltung zeigt. Wir brauchen nämlich nicht Politikerinnen und Politiker alleine, die da klare Haltung zeigen. Wir brauchen auch die Zivilgesellschaft an unserer Seite. Nur zusammen können wir verhindern, dass diese Antidemokraten, diese Menschenfeinde nicht in den Landtag einziehen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe dafür, dass Visionen Realität werden
Und ich stehe für eine klare Haltung gegen Antisemiten, gegen Homophobe und gegen Antifeministinnen und Feministen. Und ich will meinen vollen Einsatz dafür geben, dass diese Vision, die wir haben, dass die Realität wird. Und dafür bitte ich euch um eure Unterstützung.